Herzlich willkommen zum Dictis Deep Dive Podcast. Mein Name ist Luca. Ich bin der Nico und heute quatschen wir über Self-Release oder Label-Release. Was sind da so die Vorteile und die Nachteile? Richtig. Wir haben uns da ein paar Gesprächspunkte aufgeschrieben. Jetzt schauen wir mal, wie wir da durchkommen. Ja. Und ganz am Anfang steht für mich so ein bisschen auch die Selbsteinschätzung. Das ist im Grunde genommen eigentlich überall so. Richtig. Aber gerade wenn man sich jetzt überlegt, okay, ich habe hier einen Song. Klar kann man jetzt versuchen, irgendwie alles damit zu tun, aber ich glaube, der erste Schritt sollte sein, zu sehen, okay, wo stehe ich als Artist? Richtig. Und wie kann ich jetzt damit arbeiten? Voll. Also ich sehe das genauso. Ich glaube, relativ am Anfang musst du ja auch erstmal rausfinden, okay, erstmal vielleicht, was für ein Genre mache ich, was für eine Zielgruppe bediene ich, wo stehe ich selbst als Künstler? Das sind alles, glaube ich, Fragen, die du dir im Vorfeld stellen solltest, weil es gibt ja super viele Newcomer, DJs, Künstler, whatever, die ja mit dem Ansatz oder mit diesem Ziel reingehen, ich möchte bei einem Major releasen. Richtig. Aber das ist vielleicht gar nicht so im ersten Moment der richtige Weg, sondern sich vielleicht zuerst mal grundsätzlich die Frage zu stellen, okay, möchte ich vielleicht erstmal vielleicht auch Free-Stuff raushauen? Mhm. Das gibt es ja auch. Also ich habe teilweise damals auch so angefangen, dass ich sage, okay, ich mache irgendwie Bootlegs, sind dann nur so semi auf der sauberen Seite. So. Aber es war ein guter Weg, zumindest um so ein Grundrauschen bei mir auf dem Profil herzustellen. Und dann so gesehen vielleicht auf einem kleineren Label zu releasen. Das kann auch gerne ja das eigene Label sein. Oder DistroKid Release oder whatever Release. Und dann im Endeffekt immer einen Schritt weiter zu gehen. Ich glaube, da gibt es auch gar nicht so diesen richtigen Ansatz, glaube ich. Denke ich auch. Ich glaube, das muss man selber immer für sich so ein Stück weit rausfinden. Mhm. Ist auch, glaube ich, von Genre zu Genre unterschiedlich. Ja, ich so ein bisschen. Ich kenne auch teilweise echt Leute so auch aus dem undergroundigeren elektronischen Bereich, die direkt irgendwie mit einem größeren Label-Release angefangen haben, die gesagt haben, hey, ich möchte gar keine Musik rausbringen im Vorfeld, bevor es nicht irgendwie auf einem größeren Label landet. Weil man muss ja wirklich auch dazu sagen, so gerade im Techno-Bereich geht ja auch, also ist der Fokus noch mal mehr auf der Musik gerichtet. Klar. Viel weniger als jetzt im kommerziellen Bereich, wo es ja primär auch um die Brand geht, um dass der Künstler schon eine gewisse Fanbase mitbringt. Ich glaube, das ist definitiv ein Faktor, dass man gucken muss, wie sind da einfach die Faktoren innerhalb des Genres, weil wenn ich so drüber nachdenke, und ich komme ja auch eher aus dem kommerziellen Bereich, dann denke ich so, wenn ich jetzt ein ganz neuer Artist bin und zwar einen guten Track habe, dann ist mein erster Impuls so, ja okay, cool, aber es bringt mir im ersten Moment nicht so viel, weil ich damit jetzt nicht einfach zu Selected rennen kann und sagen kann, okay, hey, nimm mal den Song. Deshalb ist es gut, dass du es sagst. Ich glaube, je undergroundiger das Genre wird, desto eher kann man da mal eine Nummer auch auf einem großen Label platzieren, wenn man jetzt noch nicht dieses Grundrauschen hat, von dem du gesprochen hast, oder das Grundrauschen noch nicht besonders groß ist. Aber auch dann muss man da ja irgendwie hinkommen. Diese Labels bekommen unter Umständen hunderte Demos die Woche. Und da tut es natürlich nicht weh, jemanden zu kennen. Ne? Ja. Und auch das ist für mich Teil der Frage, wo stehe ich und wer bin ich? Richtig. Wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, du bist 16 Jahre alt, hast in deinem Kinderzimmer einen Track produziert, der ist zwar cool, aber der bringt dir vielleicht erstmal nicht so viel, wenn du niemand bei einem Label kennst, wenn du gar kein Grundrauschen hast, wenn es vielleicht dich als Brand, als Artist noch gar nicht gibt. Aber die Sache mit dem Grundrauschen finde ich eigentlich einen guten Ansatz. Du hast es damals wahrscheinlich eher so auf Soundcloud gemacht, oder? Ja, yeah, das war noch die gute alte Soundcloud-Zeit. Ja, da dieses Profil so aufzubauen. Ja, wo man da noch mit relativ wenig Aufwand echt einen guten Drive irgendwie generieren konnte, auch für sich selbst. Klar, damals war ja alles so ein bisschen noch mal mehr Bootleg-lastiger. Klar. Und hat ja damals auch echt wie Hölle funktioniert. Also Robin Schulz hat ja damals auch so seine Anfänge gehabt. Und da kamen dann schon auch vereinzelt dann Labels auf mich zu. Kann ich mir vorstellen. Und haben gefragt, hey, gibt es da auch Original, also eigene originale Musik, abseits von den Remixen oder von den Bootlegs, die ich da veröffentlicht habe. Aber ja, ich glaube auch,
man muss sich halt auch klar sein, wenn ich jetzt sage, ich möchte zwingend auf einem Fremdlabel releasen, mhm, und vielleicht auch auf einem schon etwas etablierteren Fremdlabel, dann reden wir ja teilweise von Vorlaufzeiten oder von bis zu einem Jahr. Also ganz viele Labels sind ja ausgebucht für, keine Ahnung, bis Mitte, Ende nächsten Jahres schon teilweise. Ich hatte vor kurzem auch versucht, eine Nummer zu verdielen. Es war auch Interesse da beim Label und sie haben dann gesagt, hey, Ende 24 kannst du es rausbringen. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, aber Ende 24 klingt die Nummer halt nach 2023. Richtig. So. Ja, richtig. Das muss man sich ja, halt, glaube ich, ganz klar machen. Und da sind wir halt auch wieder an dem Punkt, so was, über was sollte man sich im Vorfeld Gedanken machen? Das ist einer der Punkte, finde ich. Sicher. Weil am Ende, also wenn ich sage, okay, mir ist es wichtig, dann kann ich mir auch vielleicht schon 4-5 Label-Releases für nächstes Jahr dann aufbauen. So. Klar. Und dahin arbeiten. Aber ganz viele von den Künstlern und Produzenten sind ja eher so gestrickt, und da schließe ich mich mit ein, ich habe gar nicht die Geduld, so lange zu warten. Klar. Ich will gleich loslegen. Richtig, geht mir auch so. Und dann ist es halt einfach mega hilfreich, einen Vertrieb zu haben, wie jetzt beispielsweise uns, die auch relativ schnell ein eigenes Label an den Start bringen können. Mhm. Aber ich glaube, da gehen wir auch später nochmal drauf ein. Ich denke, was vielleicht auch noch wichtig ist, was können denn Künstler machen oder Produzenten machen, bevor sie überhaupt Musik releasen, um überhaupt dieses Grundrauschen zu erzeugen. Es gibt ja ganz viele Hausaufgaben, die ja im Vorfeld eigentlich zu erledigen sind. Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Früher war es ja ein großer Teil Soundcloud, und Soundcloud findet ja weiterhin statt, definitiv. Aber heutzutage ist natürlich der Short-Video-Content. Wir sehen ja Leute, die durch die Decke gehen mit ihren TikToks und ihren Reels und dann irgendwie von großen Labels weggesigned werden und auf einmal mehr oder minder einen Welthit haben. Und ich glaube, das ist einfach so der große Faktor heute. Ich weiß, das ist nur eine persönliche Einstellung von mir. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es so gut wäre, von Anfang an zum Beispiel gleich was auf Spotify zu hauen und zu sagen, hey, hier ist der Track. Und dann geht er da eben vielleicht, ohne zu wissen, wie man jetzt die Promo machen muss, Playlist-Pitching und Co., geht der Track da vielleicht unter, steht dann mit unter 1000 Streams da, aber letztes Jahr released. Ich persönlich bin mir nicht sicher, ob sowas dann nicht auch ein bisschen abschreckend für manche Labels wirken kann, wenn die zwar sagen, okay, wir hätten hier jetzt auf TikTok beispielsweise einen Track gefunden, der klingt gut, da geht ein bisschen was ab, und dann guckt man auf Spotify und dann ist da eben so ein totes Release. Aber das ist nur meine persönliche Ansicht. Ich glaube aber, dass man heutzutage mit Social Media schon einen gewissen Hype generieren kann, und da gibt es eben diese krassen Edge Cases, wie jetzt Bund hier aus Stuttgart zum Beispiel. Ja. Ich glaube aber, da sind wir auch wieder bei dem Punkt so, dass es super genreabhängig ist, weil, um nochmal auf diesen Techno-Markt zu sprechen zu kommen, diese größeren Labels, wenn du dann auf einem etablierten Label releast, dann hast du halt auch die Chance, in deren Promo-Verteiler beispielsweise reinzukommen. Klar. Und gerade jetzt im undergroundigeren Bereich geht es ja primär darum, auch gespielt zu werden von großen DJs. Und so. Und ich meine, die haben die Kontakte. Du kommst als frischer 16-jähriger DJ-Produzent, whatever, relativ schwer dazu, dass ein Adam Beyer oder eine Monika Kruse deinen Track spielt auf einem Festival. Einfach so halt. Ja, ne? Genau. Da musst du wirklich richtig Glück haben. Da kann auch deine Musik so geil sein, wie möglich. Erreicht halt gar nicht erst. Genau, richtig, ja. Und da können natürlich große, etablierte Labels, die einen dezidierten Verteiler dafür haben, echt Abhilfe schaffen und dir da wirklich auch eine riesen Reichweite geben. Klar. Dann hat zwar vielleicht das Release dann doch im ersten Moment vielleicht 3.000, 4.000 Streams nur auf Spotify und Co. Aber findet eben woanders statt. Auf den Festivals statt, und die Leute nehmen dich wahr. Du hast auf diesem Label schon mal released. Es ist auch schon mal ganz gut, sowas in der Vita zu haben, je nachdem natürlich wo. Und du kommst dann relativ schnell auch in größere Kreise rein. Also wir haben hier auch in Stuttgart ja einen, den Kasper, der ja auch relativ schnell ganz ähnliche Story. Fuß gefasst hat, ja, auch in der Branche, und da auch ganz viel richtig gemacht hat. Dann kann es dann auch echt relativ schnell gehen, wenn dann ein Label dich da onboardet oder da auch nicht glaubt und dich dann in ihre Kreise auch reinnimmt und dich pusht. Klar. Also
gerade wenn wir aber auch über Social Media und dieses Grundrauschen sprechen, ich würde da heutzutage so diesen cooleren, undergroundigeren Genres gar nicht mehr so großartig ausschließen, weil auf TikTok gibt's diese Techno-Bubble und diese, okay, weiß ich nicht, Get Ready for the Rave-Videos und so weiter. Und da werden ja auch die Tracks unterlegt und wir haben ja auch bei uns im Katalog bei einigen unserer Labels Tracks, die echt wild gingen auf TikTok, obwohl das jetzt vielleicht auch mal Tracks sind, wo man genre-technisch jetzt nicht sagen würde, okay, das sind jetzt klassische Radio-Hits, ne? Mhm. Und da gibt es schon einige Leute, die da auch ordentlich was mit verursachen. Und heutzutage ist es ja häufig so, dass man diese Social-Media-Kampagne vorher schon startet und da so eine ganze Story so ein bisschen drumherum baut und dann sagt, ja, okay, und jetzt kann er dann rauskommen. Und dann ist eben dieses Grundrauschen schon da, viele Leute warten drauf und dann kann es losgehen. Mhm. Und das ist aber schlussendlich unabhängig davon, ob man jetzt den Track schon verdealt hat oder nicht oder ob man ihn vielleicht selbst bringen möchte. Aber wir wissen ja auch, dass die A&Rs da draußen sind. Wir wissen, dass die A&Rs auf TikTok rumhängen, dass sie in den Instagram Reels rumscrollen und gucken, was sind die heißen Tracks, was geht ab und da vielleicht auch einfach mal ein Track weg sein. Ja. Und vielleicht kommen wir so auch schon zu den Majors, weil wir wissen, dass die Majors das eben aktiv tun und da einfach gucken, nicht nur was auf Playlisten gerade abgeht auf Spotify und noch nicht groß gesigned ist, sondern meiner Vermutung nach eben auch einfach auf Social Media. Das ist ja schlussendlich der Job der A&Rs, diese Leute zu entdecken und dann weg zu sein. Klar, ohne Frage. Was mich nur super interessiert, und ich habe da eine ganz klare Haltung dazu, aber ich glaube ja immer noch ist ja so draußen so dieses Mysterium rund um die Majors und jeder Künstler, jeder Newcomer wünscht sich ja irgendwie von Universal, Warner oder Sony gesigned zu werden. Klingt ja auch geil. Es klingt auch mega geil. Ja. Aber also leider ist ja trotzdem oftmals dann so ein bisschen, stellt sich dann Ernüchterung ein, wenn man dann tatsächlich mal dort released hat. Richtig. Also wir haben auch diese Diskussion ja immer mal wieder auch mit Künstlern und Labels auf unserer Seite, die dann einen Spotify-Erfolg erzielt haben, die in einer großen Playlist gelandet sind, Millionen Streams generieren und dann kommt natürlich der Major und klopft an und sagt, hey, wir wollen gerne die Nummer lizenzieren, weil man muss ja auch fairerweise dazu sagen, Majors haben ja jetzt mittlerweile auch angefangen, sich so ein bisschen es gemütlich zu machen und auf Spotify einfach nur zu scrollen nach gut performenden Tracks, die onzuboarden, zu signen über einen gewissen Vorschuss und sich dann einfach darauf auszuruhen, zu hoffen, okay, dass der Track im Endeffekt in der Playlist bestehen bleibt, die dann natürlich die Einnahmen einsacken und dann reden wir nicht mehr von prozentualen Verteilungen von, keine Ahnung, 80% oder 70% für das Label, also für den Künstler dann in dem Fall, sondern eben die 70% landen dann bei Universal, Sony oder Warner. Klar. So, und dann kommt auch auf finanzieller Ebene deutlich weniger bei rum für den Künstler. Aber es gab eben den Vorschuss, der erstmal groß gelockt hat. Richtig. Und ich kann es schon verstehen, denn es ist schon auch ein dickes Reputationsding. Hey, ich habe bei Universal released. Ich persönlich habe mal bei Universal released und erzähle das heute noch wenn in meinem kleinen Highlight-Reel, wenn mich jemand fragt, was abgeht. Aber schlussendlich kann ich da nur wieder mein Argument anbringen. Ich glaube, es hat einfach alles was mit der Priorität zu tun. Ich glaube, ein Major-Label kann dich zu einem Weltstar machen. Absolut. Wenn du diese Priorität intern hast. Wie man da hinkommt, ist ein ganz anderes Thema. Du brauchst eben diesen Star-Appeal, du brauchst die richtige Musik. Das Ganze muss ein Brand, ein ganzes Projekt sein und so weiter. Aber wie du ja schon sagst, häufig ist es leider so, wenn so ein Track mal mir nichts, dir nichts weggesigned wird, weil es halt ein netter Track ist, aber da wird dann jetzt keine größere Priorität hintergestellt im Sinne von eine riesengroße Kampagne drumherum gebaut, dann ist es leider so, und das ist auch vielen meiner Freunde so widerfahren, dass so ein Major Release dann irgendwie 20.000 Streams hat und das ist dann schon ein bisschen schade natürlich. Klar, man kann immer noch rausgehen und kann sagen, hey, ich habe bei Universal Release, bei Warner, bei Sony und Co. Und es öffnet ja trotzdem nach wie vor noch Türen und macht ja die Augen groß bei Leuten, denen du das erzählst. Und das ist ja, so wie du sagst, also ein Major kann dich ja wirklich auch groß machen, wenn du eine Priorität darstellst. So, ich glaube auch, das hat ja auch die Historie gezeigt, bei Sachen, die
wirklich gut funktioniert haben, sei das jetzt ein Medusa-Projekt, wo, wo drei italienische Dudes im Endeffekt für Jahre lang Progressive House gemacht haben oder EDM in dem Fall und dann angefangen haben, elektronische Musik kommerziell zu gestalten oder kommerzielle Toplines zu nutzen dafür. So, und auf einmal ist das Ding durch die Decke gegangen. Universal hat sich, glaube ich, draufgesetzt damals und hat und hat es ja dann noch mehr gepusht. Und klar, dann haben die Leute ja auch die Kontakte oder diese Majors die Kontakte, um das ja dann komplett über die Welt zu spreaden. Mit einzelnen Teams überall, die in den Territories arbeiten. Das darf man ja nicht unterschätzen. Richtig, und dann richtig Gas zu geben und dann natürlich, was bereits schon groß war, noch viel, viel größer zu machen. Klar. So, aber ich glaube, und da muss man, glaube ich, dann auch in dem Fall, so schwer das einem dann auch fällt, ganz nüchtern und realistisch auf sein Projekt schauen und gucken, hat es diesen Status, dass es auch international schon performen würde? Oder bin ich vielleicht noch an einem Schritt so, hey, es zündet vielleicht so die ersten zwei Sachen schon, aber so dieser Obwohl ich das Gefühl habe, dass das nur ein Puzzleteil im Release mit den Majors ist. Ja. Klar, es ist die eigene Frage, habe ich den Belief in das Projekt, habe ich den Belief in den Track, glaube ich, dass es international funktionieren könnte, aber solange du das glaubst, das ist ja schön und gut. Ja, man müsste nur eben auch, und ein alter Bekannter von mir hat das immer ganz gut gesagt, der hat gesagt, den Major auch challengen können, ne? Und dann auch richtig fordern können. Im besten Fall natürlich hat man vielleicht ein eigenes Management, was es dann für dich übernehmen kann, zu sagen, hey, wir müssen jetzt dies tun, wir müssen jetzt das tun und da einfach auch die Kampagne so ein bisschen einfordern. Mhm. Denn selbst überzeugt zu sein, ist, glaube ich, nur der erste Schritt. Andere Leute, inklusive des Labels, das ja theoretisch überzeugt sein müsste, weil es ja schon gesigned hat, auch noch zu überzeugen, ist, glaube ich, dann der zweite, viel, viel größere Schritt. Ja. Ne? Wenn es eben nicht als No-Prio enden soll mit 20.000 Streams. Und ich kenne einige Leute, die, so böse das klingt, die danach gesagt haben, ich hätte es lieber alleine gemacht. Aber auch das hat ein bisschen was mit der Zielsetzung zu tun. Ja. Was möchtest du denn? Wenn du jetzt mit der Erwartung reingehst, wir kriegen jetzt da 30 Millionen Streams raus, dann ist es vielleicht ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn deine Erwartung daran schlussendlich einfach nur ist, ich möchte gerne einmal da releasen, zweimal da releasen, dreimal da releasen, möchte die Reputation mitnehmen und wenn was passiert, dann passiert's und wenn nicht, ist gut. Ja. Dann ist es möglicherweise schon der richtige Schritt. Nur dann muss man natürlich die vertraglichen Modalitäten checken, dass man da nicht für immer geknebelt ist. Das ist ein guter Punkt, weil natürlich die Majors sich ja auch da so ein Stück weit absichern damit und das ist, glaube ich, allseits bekannt, dass Major Deals jetzt nicht irgendwie die angenehmsten Deals sind zu verhandeln, wenn die überhaupt verhandlungsbereit sind. Das ist ja auch oftmals dann ein Zeichen, hey, sind die bereit zu verhandeln? Dann, glaube ich, ist so ein bisschen mehr Belief da von der Major-Seite, als wenn die sagen, okay, hier ist der Wisch, unterschreib bitte. 10 Optionen und plus noch ein Album. Ich glaube, man muss auch so ein bisschen von diesem Vibe da leben. Es gibt einmal, glaube ich, diese Friss oder Stirb, wir zeigen jetzt den Track-Mentalität, hier nimm den Vorschuss und geh. Und dann gibt es eben, und das muss man ja auch sagen, weil es klingt jetzt gerade so ein bisschen verteufelt, es gibt schon echt coole Leute auch bei Majors, die da richtig Belief haben, richtig Bock haben, was zu bewegen. Nur mit denen muss man dann halt auch quatschen und sich mit denen dann zusammentun und da, ne, richtig was bewirken schlussendlich. Ohne Frage, aber ich glaube, und das ist ja auch die Krux, es ist super schwer, das im Vorfeld herauszufinden oder zu fühlen, okay, signen die mich jetzt einfach nur, weil der Track gerade gut performt? Oder glauben die wirklich daran, das Ding riesengroß zu machen? Klar. So, und ich glaube, gerade wenn du jetzt Newcomer bist, fährst du vielleicht dann auch einfach dann in dem Fall besser, zu sagen, hey, ich lasse es noch auf meinem eigenen Label oder auf diesem Fremdlabel. Schau, was passiert. Mal schauen, was wird. Und dann gehe ich erst im nächsten Schritt im Endeffekt auf einen Major. Wenn ich sage, okay, hey, ich habe vielleicht auch nicht nur Universal oder Warner oder Sony, die mich anfragen, sondern am besten alle drei wollen mit mir arbeiten. Klar, das ist der Best Case. Genau, weil ich glaube, hast du dieses Interesse nicht, ich glaube, dann ist es
zumindest für mein Empfinden, viel besser, das dann selbst zu machen und lieber selber die ganzen Stricke in der Hand zu haben. Verstehe ich voll und ganz. Ich fühle es zum Beispiel so, dass ich selbst in der Situation bin. Ich weiß, ich bin alleine imstande, so und so viele oder so und so viel Rauschen da mit so einer Nummer zu erzeugen, so und so viele Streams zu machen. Ich weiß, ich kann bei dem und dem Third-Party-Label, nennen wir es jetzt einfach mal, also Nicht-Major-Label, releasen und dann macht es die und die und die Reichweite. Das weiß ich von mir selbst. Und wenn jetzt ein Major auf mich zukommen würde, würde ich mir das schon sehr, sehr gründlich überlegen, weil ich habe einfach ein paar Sachen gesehen, wo ich dachte, hätte ich vielleicht nicht so gemacht. Und eben gerade da ist, glaube ich, wie du sagst, es ist schwierig, das vorher irgendwie zu erspüren, aber eben gerade da ist es, glaube ich, ganz wichtig, mal hinzufühlen, könnte das dann interne Prio darstellen oder nicht. Ne? Klar, das ändert sich natürlich alles, wenn so ein Track gesigned ist, rauskommt oder sagen wir sublizenziert wird vom Major und dann nochmal ein richtiger Aufschwung passiert, dann kann man diese Priorität, glaube ich, schon auch mit beeinflussen, aber das ist schon sehr, sehr harte Arbeit. Aber du hast es gerade schon gesagt, eigenes Label. Vielleicht kommen wir darauf mal zu sprechen. Gerne. Denn das ist ja bei jungen Künstlerinnen und Künstlern, Produzentinnen und Produzenten, ist es ja immer ich habe manchmal das Gefühl, sie übersehen es so ein bisschen, dass man auch einfach selbst ein Label gründen kann oder selbst die Musik veröffentlichen kann. Und das sogar ein bisschen ambitionierter als jetzt einfach nur über einen Artist-Aggregator, CD Baby, DistroKid und Co., sondern ein bisschen ambitionierter insofern, dass man da selbst auch mehr auslösen kann, ne? Mit gar nicht so viel mehr Aufwand. Was würdest du denn sagen, ist denn nötig, um ein eigenes Label zu gründen? Im Endeffekt gar nicht mal so viel. Mhm. Aber ich glaube, ich würde noch im Vorfeld kurz drüber sprechen, Auch hier sollte man sich ja wiederum Gedanken machen, okay, was suche ich tatsächlich? Weil wenn wir sagen, okay, wir können wählen zwischen einem Easy Artist Aggregator wie DistroKid, CD Baby, die du gerade genannt hast, oder eben einem wirklichen partnerschaftlichen Vertrieb, wie wir einer darstellen. Weil dann sind wir genau wieder an der Frage, möchte ich eine Priorität darstellen bei dem Vertrieb? Voll. Oder möchte ich einfach nur meinen Song raushauen? Klar. Einfach nur, dass er draußen ist. So. Klar. Wir für uns können da ja wirklich das immer wieder nur sagen, dass es, glaube ich, entscheidend ist, jemanden zu haben, der an die Sache glaubt, der mit dir eine partnerschaftliche Verbindung eingeht, der auch in Austausch mit dir geht, Strategien entwickelt. Und wirklich schaut, dass die Sachen ordentlich platziert werden. Klar. Klar, da sind wir wieder an dem Punkt, es muss natürlich schon irgendwie was da sein, Grundrauschen da sein, aber dann ist es eigentlich eine relativ logische Entscheidung zu sagen, okay, ich gehe lieber dann zu einem Vertrieb, der vielleicht auch gar nicht irgendwie upfront irgendwie was verlangt, um sich da irgendwie finanziell abzusichern, sondern der an die Sache glaubt, der nur von einem Share beispielsweise lebt, wie wir es machen, und da wirklich dann auch so gesehen Kosten und Mühen im Endeffekt vorstreckt oder Und Vorleistung geht. Schlussendlich auch nur Geld verdient, wenn Geld tatsächlich gemacht wird. Deshalb muss da ja auch ein bisschen was ausgelöst werden. Und für mich hat das nicht nur mit der Firmenphilosophie zu tun, im Sinne von, okay, wir stehen eben auf diesen persönlichen Kontakt, wir stehen drauf, da ganz eng zu arbeiten und da wirklich zu pushen. Während Artist-Aggregatoren vielleicht einfach sagen, okay, gib mir die 9 Euro, lad den Track hoch und dann ist der Fisch geputzt, sondern auch einfach ein reines Zahlenspiel. Wenn man jetzt bei DistroKid released und die Zahl ist komplett aus der Luft gegriffen, aber da releasen 200.000 Artists zum Beispiel, die haben 200.000 Contracts, dann kannst du da so viele E-Mails hinschreiben, wie du willst und kannst sagen, hi, ich bin der Misero, ich möchte gern auf die Prio-Liste und möchte gerne, dass ihr mich priorisiert pitcht und da wirklich was für mich verursacht. Ja. Die Mails werden ja gar nicht groß gelesen, außer von irgendwelchen Chatbots zum Beispiel. Ja. Und dementsprechend für mich eben zwei Faktoren spielen in dieses Prioritätsding mit rein. Das ist einmal Firmenphilosophie der Partner und einmal einfach vielleicht auch ein reines Zahlenspiel. Ja. Denn selbst wenn man jetzt zu einem Labelvertrieb geht,
und die kümmern sich halt um 20.000 Labels und nicht um weniger, dann wird es auch da schwierig, einfach jemanden zu erreichen und zu sagen, hey, komm, komm on board, wir drücken das jetzt durch schlussendlich. Ja, ne? Ja, absolut. Nee, und wenn du dann den richtigen Vertrieb für dich ja auch gefunden hast, mhm, dann ist es ja relativ einfach heutzutage, mhm, da auch die Musik eigenständig herauszubringen. Also du brauchst ja nicht mehr, einen LC-Code heutzutage. Ja, Label-Code für alle, die Label-Code, zuhören. Label-Code, genau. Ja. Also er war früher von der GVL oder wird nach wie vor von der GVL bereitgestellt, mhm, ist aber an sich für die Verteilung jetzt gar nicht mehr so wirklich relevant, außer du bist jetzt im kommerziellen Bereich unterwegs, machst so eine MPN-Bemusterung. Das für alle, die es auch nicht kennen, das ist Music Promotion Network. Genau, richtig. Da ziehen die ganzen Fernsehsender, Radiostationen, ziehen da ihre Bemusterung raus. Das ist praktisch wie ein DJ-Pool für Radio und Fernsehen, könnte man sagen. Im Endeffekt, ja, genau. Ne? Ja. Aber gerade das ist ja wirklich nur im kommerziellen Bereich dann nötig. Und dafür bräuchte man den Label-Code noch. Aber wenn man sowas mal machen wollte, ich glaube, wir stellen auch einen zur Verfügung. Richtig, ja. Also falls es jemand braucht, dann können wir das natürlich auch anfragen. Mhm. Aber im Normalfall ist es eigentlich vor allem für unsere primär elektronischen Labels gar nicht unerheblich, so wirklich relevant. Ja. Kann man einfach so sagen. Ja, aber ansonsten, du musst dir halt klar Gedanken machen. Auch hier wieder lohnt es sich vielleicht, ein, zwei Tage länger drüber nachzudenken und nicht irgendwie einen Schnellschuss zu machen. Label-Name, Label-Logo, dass du einfach da so eine Brand-Identity irgendwie für dich dann auch aufbaust. Die vielleicht auch Gedanken machst über die ersten Artworks, dass es irgendwie einen einheitlichen Charakter hat, dass wenn Leute das irgendwo auf Spotify in der Playlist beispielsweise sehen, hey, das ist doch das Label von Nico, das kenne ich doch, der macht noch einen coolen Sound, da höre ich darauf mal auf jeden Fall mal rein. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ansonsten, klar, da gibt es noch so ein paar finanziell oder Finanzamt-Geschichten, die man dann im Vorfeld für sich selber dann einfach abklären muss. Aber rein der technische Ablauf wäre damit eigentlich abgefrühstückt. Ja. Grundsätzlich nur, um das vielleicht auch nochmal klarzustellen für alle, die zuhören. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen, ich release jetzt Musik auf einem Artist-Aggregator, Recordjet und Co. zum Beispiel, oder ich gehe zu einem Labelvertrieb und mache eben, ich sag's mal in Anführungszeichen, ein Label auf. Weil schlussendlich, der Unterschied ist im Grunde genommen fast nicht gegeben. Man müsste sich einen Labelnamen überlegen und ein Label-Logo überlegen und dann erscheint die Musik eben auf diesem Label. Das heißt, auf Spotify zum Beispiel in der P&C-Line steht dann dein eigenes Label statt Recordjet. Auf Beatport hast du Einfluss drauf, es kommt auf deinem eigenen Label-Account und nicht auf dem Label-Account des Vertriebs. Ja. Ne? Und gerade im elektronischen Bereich finde ich es wirklich wahnsinnig wertvoll, gerade auf Beatport auch seinen eigenen Label-Account zu haben. Ja. Denn auf diesem Label-Account des anderen Vertriebs zum Beispiel sind dann halt, weiß Gott, wie viele Releases. Und dann hat man da schon mal eine Plattform weniger, wo man sich einfach so eine ganze Präsenz aufbauen kann, ganz einfach, weil es nicht stattfindet. Klar, wenn jetzt jemand nach dir als Artist sucht oder nach dem Track sucht, schon. Aber Labels haben eben den Vorteil, man kann auf Beatport noch aufs Label-Profil gehen, kann alle Label-Releases sehen. Richtig. Und wenn das nachher einen einheitlichen Charakter hat und selbst wenn du keine externen Artists auf deinem eigenen Label releast, sondern nur deine eigene Musik, dann finde ich schon, macht das echt ordentlich was her. Ja, also insbesondere im elektronischen Musikbereich sehe ich das als absolutes Must-Have, ja, dein eigenes Profil auch zu haben, deinen eigenen Labelnamen auch zu haben. Mhm. Jetzt bei Spotify vielleicht schon weniger. Noch nicht, ja, ne? Weil wir hoffen, es kommt mal noch. Ja, steht ja nach wie vor in den Sternen. Ja. Ja. Spotify, der weniger jetzt da den Fokus auf Labels gerichtet, vielmehr auf Künstler und auf die einzelnen Tracks und Playlisten, klar. Aber gerade jetzt in Bezug auf Beatport, Tracksource auch, ja, spielt dieser Label-Charakter noch eine viel, viel größere Rolle, klar, als jetzt auf anderen Streaming-Plattformen. Und da irgendwie als eigene Brand auch aufzutreten und wahrgenommen zu werden, ist, glaube ich, sehr, sehr entscheidend. Das ist ein großer Vorteil, aber vielleicht gehen wir noch auf andere Vorteile ein. Also was wir zum Beispiel in den Gesprächen mit unseren Labels immer wieder hören, sind Vorteile wie, ich hatte keinen Bock zu warten, bis
Label XY Zeit hat, richtig, die Muse hat, Bock hat, die Nummer feiert. Dann ein weiterer großer Faktor ist, bei vielen, ich sag mal, Artists, die tatsächlich auf der künstlerischen Seite so richtig aktiv sind, also auch visuell ein starkes Gespür haben, zum Beispiel, die sagen, sorry, ich kann auf dem Label nicht releasen, ja, wenn mir die Artworks nicht gefallen, ich will das nicht in meinem Katalog so haben. Und dann die sagen Stock-Artworks die, nehmen oder whatever, genau, ja. Dann sagen die, okay, ich möchte mein eigenes Label gründen, dass ich meine eigenen Artworks machen kann und da eben noch mehr Einfluss auf meine Kunst habe schlussendlich. Ja. Ja, vor allem, man muss ja auch ehrlicherweise dazu sagen, also über diese ganzen AI-Tools musst du ja nicht mal mehr selber ein Grafiker sein, sondern du kannst halt einfach die anschmeißen und genau das dann auch visuell umsetzen, was du dir vielleicht auch vorgestellt hast. Klar. Und das im Vorfeld vielleicht gar nicht selber bauen konntest. Also ich glaube, heutzutage kann man total autark sein und natürlich ein anderer großer Faktor ist ja, was wir auch immer wieder in Gesprächen ja dann sehen oder hören, ist die Abrechnungsgeschichte. Also sicher, viele Labels da draußen rechnen ja auch ihre Künstler gar nicht mehr sauber ab. Oder sehr, sehr, sehr unregelmäßig. Oder sehr unregelmäßig, muss man auch dazu sagen. Und wenn du natürlich dein eigenes Label hast, hast du alles selbst in der Hand. Du hast die komplette Kontrolle. Du kannst die einzelnen Sales einsehen. Du siehst nicht nur einfach eine PDF, die generiert wird, wo dann im Endeffekt, weil keine Ahnung, es eben schon ein Faktor ist, dass man auf die Abrechnung bei einem externen Label jetzt nicht immer so den Einfluss hat und das vielleicht auch nicht immer so in den richtigen Bahnen läuft, aber... Genau, also man kommt natürlich auf den Vertrieb dann am Ende an, wo du andockst. Bei uns würdest du jetzt monatlich ja dein Statement bekommen und hättest im Endeffekt Einblick in jeden einzelnen Sale, in jeden einzelnen Listen, der auf Spotify und Co. stattgefunden hat. Du hast alles selbst unter Kontrolle und musst dich halt nicht mehr irgendwie darauf verlassen, dass du am Ende irgendwie eine PDF bekommst von deinem Label, wo dann zwar dran steht irgendwie so und so ist so es, und so viel aber Streams hast du bekommen und dann wahrscheinlich noch irgendwelche Sachen gegengerechnet werden, Artwork, Generierung, whatever. Da gibt es ja auch wahnsinnige Horrorgeschichten. Absolut. Dass ein Track gesigned wird und dann macht er irgendwie wirklich eine gute Menge an Streams, 2, 3, 4 Millionen Streams und nachher werden irgendwie 30 Euro ausgezahlt, weil je mehr der Track generiert, desto eher wird noch was gegengerechnet. Aber ja, wir haben es auch auf unsere eigenen Playlisten gepackt, dafür das müssen wir natürlich Hammer, auch was nehmen und so. Also das, da gibt es schon so ein paar Gruselgeschichten. Aber ich finde es gut, was du gerade gesagt hast. An der Stelle möchte ich vielleicht auch nochmal ein bisschen Druck drauf geben, wie wichtig das ist, am Anfang mit einem neuen Label auch diese monatliche Abrechnung einfach zu haben. Weil ich glaube, gerade wenn man jung ist, hat man jetzt einfach noch nicht so sehr diese Liquidität, sagen wir, du studierst und machst nebenher deine Musik und machst ein Label auf, dann hast du nicht diese Liquidität, das irgendwie einmal im Halbjahr zu kriegen oder einmal im Quartal, sondern ich bin der festen Überzeugung, du brauchst es einmal im Monat, um eben die nächsten Label-Endeavors dann wieder damit pushen zu können mit diesem Payout. Und ich glaube, das ist einfach wahnsinnig wichtig. Aber würdest du sagen, es gibt... Klar, das waren jetzt die Soft-Faktoren, die technischen Faktoren. Was braucht man, um ein Label zu eröffnen? Aber ich glaube auch, wenn man ein Label eröffnen möchte, gibt es so 2, 3 Sachen, die man beachten sollte. Vielleicht ist auch hier dieses Grundrauschen ein Faktor. Vielleicht sollte man darauf achten, dass man, wenn man noch keinen DJ-Pool hat, dass man sich vielleicht ein bisschen einen aufbaut. Also Networking, gerade solche Dinge. Oder dass man weiß, okay, vielleicht hat man das Budget, um Werbung zu schalten. Also eins dieser Dinge müsste für mich gegeben sein, um das dann auch so richtig zum Erfolg dann zu bringen. Klar, ein Label gründen und veröffentlichen mit dem richtigen Vertrieb, überhaupt gar kein Problem. Aber für den Erfolg oder den weitergehenden Erfolg glaube ich schon auch, dass man sich in der Vorüberlegung sich das genauer angucken sollte. Und entweder man hat ein Netzwerk oder man hat das Budget oder man hat eben schon dieses Grundrauschen mit Artists zum Beispiel. Am besten hast du ja alle Dinge. Genau, das wäre der Best Case. Und vor allem, ja, aber ich finde, das ist ja auch wichtig, immer dazu zu sagen, ich glaube, viele Künstler nach wie vor haben ja trotzdem so diesen Gedanken, ja, die Musik am Ende setzt sich schon irgendwie durch. Es gibt natürlich so Fälle, ohne Frage. Ja. Aber es ist schon sehr romantisch. Halt sehr selten. Das ist schon sehr romantisches Denken. Weil wir werden heutzutage immer seltener, auch muss man ja leider dazu sagen. Ja. Kommt natürlich auch hier wieder auf das Genre so ein Stück weit an, aber
ich glaube, was sich ja durch alle Genres durchzieht, ist, dass du als Künstler präsent sein musst. Du musst die richtigen Leute kennen. Auch Vitamin B ist, glaube ich, in jeder Industrie das Ding. Ist ein People's Business, ohne Frage. Und Hartnäckigkeit ist, glaube ich, auch so einer der wichtigsten Punkte. Es macht keinen Sinn, jetzt vielleicht du hast den ersten Track produziert, du sagst dir, okay, du hast den Podcast gehört, hey, die sagen, mach dein eigenes Label auf und schieß den gleich raus. So, ich glaube, es macht Sinn, 3, 4, 5 Tracks am Start zu haben, sich Gedanken gemacht zu haben über die Brand Identity deines Labels, wie sieht's aus, deines Künstlerprofils. Genau. Und dann erst zu sagen, hey, vielleicht klappt es nicht mit dem ersten Schuss, aber mit dem zweiten, dritten, vierten. Ja. Und da wirklich dann auch so eine Kontinuität aufzubauen. Ich glaube, das ist so der wichtigste Faktor. Bei uns, wir haben die Beispiele gesehen, klassische Artists, die jetzt sagen, hey, wir machen ein Label auf. Und dann passiert vielleicht beim ersten Release nichts. Ja. Gut, bei dem Beispiel, an das ich jetzt gerade denke, ist beim ersten Release gleich schon was passiert. Aber dann passiert vielleicht beim ersten Release nichts. Das zweite Release bekommt einfach eine kleine Beachtung, landet in so einer Electronic Rising. Das dritte Release geht aufs Cover der Electronic Rising und dann bist du in der Techno-Bunker und dann brauchen wir eigentlich nicht mehr quatschen. Und ich glaube schon, dass mit dem richtigen Vertrieb ein riesengroßer Schritt gegangen ist, auch wenn diese anderen Faktoren natürlich auch eine Rolle spielen. Hast du ein Netzwerk, hast du einen Pool, an den du das verteilen kannst? Hast du vielleicht Budget? Hast du dir Gedanken gemacht über die CI des Labels und so weiter? Und ich sage nicht, dass man erst dann anfangen sollte, irgendwie ein Label zu eröffnen. Du kannst ein Label eröffnen, aber das sind eben so Faktoren, die sollte man, glaube ich, irgendwann dann schon mal angehen. Aber mit je mehr Releases du rausbringst, desto eher kommt es auch so ein bisschen von selbst. Also ich glaube, an alle, die dazuhören, muss man vielleicht auch mal gesagt haben, viele Dinge kommen dann auch einfach. Also meiner Erfahrung nach ist es einfach so, dass ich viele Dinge total verkopft habe und überlegt habe, wie komme ich jetzt dahin und wie mache ich jetzt das? Und das stimmt, viele Dinge muss man so verkopfen, aber ein Großteil kommt dann auch einfach. Das passiert dann einfach und dann bist du mitten im Prozess und denkst so, ah, so kommt man da also hin. Okay, alles klar. Ja. Du musst eigentlich im Endeffekt, und ich finde das eine ganz spannende Analogie, du musst Steine ins Rollen bringen, damit die wiederum andere Steine ins Rollen bringen. Voll. Ich glaube, so funktioniert es am Ende. Ich glaube, so funktioniert es aber auch in jeglicher Richtung. Also egal, ob das jetzt, keine Ahnung, die Musikbranche ist oder definitiv die Künstlerbranche grundsätzlich. Ich wollte das auch nochmal ansprechen. Also wir haben jetzt zwar so kein Bashing betrieben gegen hey, sign auf einem Label, aber um das trotzdem auch so ein bisschen, es gibt natürlich Labels da draußen, die richtig was für dich bewirken definitiv können. Und es gibt ja auch beispielsweise super streamingstarke Labels, auch da gibt es ja verschiedene Orientierungen, sage ich jetzt mal. DJ-orientiert, Beatport-orientiert oder Streaming-orientiert. Und die können da richtig was für dich bewegen und die können dir auch dabei helfen, dieses Grundrauschen zu erzeugen. Aber ich glaube, am Ende ist es halt einfach wichtig und es muss sich, glaube ich, auch jeder Künstler, jede Künstlerin klar machen, egal ob ich einen Track jetzt an ein Label gebe oder ob ich das auf einem eigenen Label zu einem Vertrieb gebe, ich muss selber trotzdem diese Hausaufgaben machen. Definitiv. Und ich muss trotzdem die ganze Zeit mir Gedanken machen, okay, an welchen Stellschrauben muss ich drehen, um meine Musik, die hoffentlich ja dann diese Qualität auch hat, an die richtigen Leute zu bringen. Klar. So, und die Partner, die können dir sicherlich dabei helfen, sei es jetzt ein Label oder der Vertrieb, aber am Ende, du musst natürlich selber auch aktiv sein, also und das auch leben, so ein Stück weit. Klar. Ja? Ich denke auch, die beste Situation wäre, von sich aus, artistseitig, alles in place zu haben, es ist ein Grundrauschen da, irgendwie der Brand macht Sinn, die Musik ist gut, Mix ist gut, Maß ist gut, es ist gut geschrieben und. Dann ist vielleicht ein bisschen Social-Media-Präsenz da. All diese Dinge, die man einfach selbst beeinflussen kann. Und dann kann man es entweder weiter selbst machen auf Label-Ebene und es veröffentlichen oder eben aus der Hand geben und sagen, ich habe alles gemacht, was ich kann, jetzt nehmt ihr es und gebt bitte euer Bestes damit. Ja. Und dann natürlich kommt auch so ein bisschen diese Hartnäckigkeit rein, zu sagen, da auch irgendwie mal ein bisschen fordernder zu sein und jetzt nicht unbedingt zu krass auf den Tisch zu schlagen, aber in gewisser Weise schon. Und ich glaube,
das ist ein guter Punkt, einfach zu sagen, die Hausaufgaben selbst machen und dann einfach gucken, wo platzieren wir das jetzt? Mhm. Denn du sagst schon richtig, es gibt Labels, die können dein Artist-Dasein für immer verändern. Mhm. Es gibt Labels da draußen, wenn du da release, dann ist das A, was für die Reputation und B, reichweitentechnisch einfach was, mhm. Streaming, DJs und so weiter. Ja. Und das ist ja auch ein bisschen das, und vielleicht ist es ein schöner abschließender Satz, das ist ja auch ein bisschen das Schöne an diesem ganzen Musikding, ist, dass ich alles mit einem Track so verändern kann. Ja. Und zwar gegebenenfalls für immer. Ja. Absolut. Mega Schlusswort an der Stelle. Alrighty, dann an der Stelle vielleicht nochmal ein kurzer Plug. Wenn ihr Fragen zu dieser Labelgründung habt, wenn ihr Fragen zum Vertrieb habt und, kommt super gerne auf uns zu. Schreibt uns eine E-Mail, meldet euch telefonisch bei Dictis, schreibt uns auf Social Media. Wir sind da, wollen euch gerne helfen und beantworten die Fragen auch wahnsinnig gerne. Und ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören, ja. Zuschauen und freuen uns jetzt schon auf die nächste Episode. Yes. Ja? Bis dann. Ciao. Ciao.